Und jetzt begrüßen wir hier Honky auf der Bühne. Honky ist einer der, ich würde sagen, etwas zu rar gesäten Hardware-Hacker in Dresden. Davon könnte man ein paar mehr haben. Es gibt so die gewisse Fraktion von Hackern, die hauptsächlich in Software unterwegs sind. Zum Beispiel Emery hatten wir schon auf dieser Bühne heute. Zum Beispiel, ich würde auch in diese Kategorie fallen, die eher mit Software unterwegs sind. Und es gibt aber auch die Kategorie von Hackern, die auch mit Lötkolben und Oszilloskop gut umgehen können. So wie unser lieber Honky hier. Ihr kennt ihn sicherlich von der Hebocon. Ich denke, spätestens da hat er im ganzen Chaos-Umfeld eine gewisse Berühmtheit erlangt. Und heute soll es aber nicht um Roboter gehen, die sich gegenseitig von den Tischen schubsen, sondern heute sollen offenbar Glühbirnen zerstört werden. Oder habe ich das falsch verstanden? Das werden wir gleich sehen. Viel Spaß auf jeden Fall mit diesem Vortrag. Vielen Dank für diese Einleitung. Ja, Hardware-Hacker gibt es in Dresden wirklich ein bisschen weniger. Und deswegen dachte ich, wir machen mal einen kleinen Grundlagen Talk, wo es einfach mal darum geht, wie Hardware, die uns tagtäglich begleitet oder uns im tagtäglichen Umgang halt begegnen kann, durchaus funktioniert, und schauen uns das mal an, und das halt am Beispiel von Glühbirnen. Glühbirnen sind halt normalerweise so vakuumgepackte Drähte, die vor sich hin glühen und dadurch halt neben haufenweise Wärme auch ein bisschen Licht erzeugen. In der letzten Zeit hat sich das verändert. Also in der letzten Zeit sind viele, viele schlaue Glühbirnen dazugekommen, die neben dem Draht nicht nur aufgegeben haben, sondern auch dann auch noch angefangen haben zu kommunizieren. Glühbirnen sind also bei Weitem nicht mehr nur noch Glühbirnen. Sie haben LEDs drin, sind deswegen dann eher so Leuchtmittel und kommunizieren halt mit unterschiedlichsten Kommunikationsprotokollen und unterschiedlichsten Kommunikationsfrequenzen durchaus unterschiedlich weit und lang. Hier sind so die gängigsten mal aufgezählt und auch ein paar Beispiele aus den verschiedenen Kategorien gezeigt. So 433 MHz, wer das noch nicht gehört hat, das sind so die Garagenöffner oder die Funksteckdosen aus dem Baumarkt. Nichts verschlüsselt, alles offen, kann man wunderbar mal mitlauschen und einfach mal zuhören, was da der Nachbar gerade auf und zu macht. Zum Beispiel auch die Fische werden da teilweise mitgefüttert und so. Also da kann man auch ein bisschen gucken. 868 MHz ist dann so ein bisschen ähnlich, hat dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, Daten zu transportieren. Deckt ist etwas, was man von den Telefonen kennt, also von den Schnurlostelefonen und durchaus im Haushaltsbereich. Da gibt es durchaus auch Firmen, die das in so Glühbirnen einbauen, die sind auch meistens ein bisschen, oder in Leuchtmittel einbauen, die sind ein bisschen teurer. Und dann gibt es aber eine Frequenz, die ich sehr, sehr spannend finde, weil sie nämlich interferiert mit den WLAN-Frequenzen. Ja? Das heißt, entweder spricht die Glühbirne richtiges Wi-Fi, also ist quasi Teil einer Kommunikation, die in eurem Hausnetzwerk stattfindet und hat damit tendenziell halt auch Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Internet. Oder wenn sie NRF machen zum Beispiel, dann können sie aktiv das Wi-Fi stören. Das heißt, sie funken auf derselben Protokoll, auf derselben Frequenz und machen da Dinge kaputt. Das Problem habe ich schon angesprochen. Verschiedene Protokolle haben verschiedene Probleme. Das eine war die Bandbreite, gerade bei den 433 MHz und 868 MHz Protokollen ist die Bandbreite ein ganz klares Problem. Das heißt, man kann da schon drüber nachdenken, ob man ein Signal rausschickt, aber ob dann das reicht, dass alle Geräte theoretisch ab und zu mal ihren Status zurückschicken können, das ist dann schon ein Problem. Das ist nämlich auch genau das mit der Bidirektionalität. Bei 433 MHz zum Beispiel gibt es keinerlei Sicherstellung, dass nicht zwei Leute gleichzeitig senden. Also das, was wir bei WLAN zum Beispiel kennen mit CDMA, Collision Detection und Collision Avoidance, dass man halt versucht, quasi bestimmte Zeitslots für sich freizuräumen, auf denen man dann sendet, das haben diese uralten und niedrigen Frequenzen halt eben nicht. Das heißt, man kann den Befehl zwar rausschicken, schalte dich ab, schalte dich an, aber was man zurückbekommt, heißt nicht zwingend, ob das dann funktioniert hat, ob man überhaupt etwas zurückbekommt. Und das wird dann spätestens bei Glühbirnen und dann halt über die Ferne gesteuerten Geschichten durchaus problematisch. Verschlüsselt sind die meisten Protokolle davon auch nicht. Das heißt, alles außer Wi-Fi, was mir bisher unter die Augen gekommen ist, ist komplett unverschlüsselt. Und selbst in dem Unfall, wenn es verschlüsselt ist, ist es halt meistens mit uralten und einfachen Hash-Algorithmen verschlüsselt, sodass halt quasi sehr simple Hardware in der Lage ist, diese Verschlüsselung auch zu können. Ja, das sind ja alles Massenprodukte. Das heißt, die wollen schon, dass man es günstig herstellen kann und jeder Cent zählt da im Zweifel. Und wenn man halt für einen Cent weniger ein bisschen schlechtere Verschlüsselung bekommt, aber man dafür halt einen Cent spart pro Leuchtmittel,
dann ist das durchaus eine valide Sache. Bei der Integration ist es dann auch wieder spannend. Also ab einem gewissen Punkt müssen diese Glühbirnen ja auch oder die Leuchtmittel mit irgendwelchen Internet-Funktionalitäten versehen werden. Ne? Also wenn ich sage hier Sprachassistent XY, bitte geh an, dann nützt es mir nichts, wenn die, wenn das Leuchtmittel quasi bloß in der Lage ist, per A433 MHz angesprochen zu werden oder per Zigbee angesprochen zu werden. An der Stelle braucht man dann wiederum eine neue Hardware, die quasi zwischen diesem Funkprotokoll und dem Netzwerk auf irgendeine Art und Weise vermittelt, also entweder selber ein WLAN hat oder selber ein Netzwerkkabel hat. Und spätestens dann sollte man sehr, sehr hart drüber nachdenken, wie das eigentlich ist mit den Updates. Das heißt, wenn man so Glühbirnen hat oder Leuchtmittel hat, wie man es ja eigentlich richtiger sagen müsste, dann sind die Geräte meistens ab dem Verkaufspunkt quasi uninteressant für die Hersteller und dementsprechend wird da wenig nachträglich an der Sicherheit und wenig nachträglich auch an der Software verbessert. Damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was man eigentlich so bekommt, wenn man so ein Leuchtmittel bestellt, habe ich jetzt mal hier eine Beispielkiste. Das ist einfach wirklich ein Hersteller, der alles Mögliche drin haben könnte. In dem Falle sind das 230 Volt Glühmittel, die das dann in quasi in LED umsetzen und die wohl auch RGB können, also Rot, Grün und Blau, verschiedene LEDs drin haben. Und das werden wir uns dann gleich anschauen, die auch in der Lage sind, verschiedene Weißtöne miteinander zu mischen. Doch bevor wir da wirklich reingucken, nochmal die Anmerkung. Wenn man mit 230 Volt arbeitet, sollte man wirklich die 5 Sicherheitsregeln beachten. Also schon sicher sein, dass alles ausgeschaltet ist. Sicher sein, dass es niemand aus Versehen anschaltet. Sicher sein, dass das, was man zurücklässt, vielleicht auch nicht gefährlich ist. Es gibt diese ganzen Glühlampen auch im 12-Volt-Sektor. Das heißt, diese Lampen, die man zum Beispiel mit G5.3 oder G12. irgendwas in die Deckenleuchten steckt, die sind in der Regel 12 Volt. Das heißt, wenn man wirklich komplett neu ist, würde ich euch die empfehlen, damit anzufangen. In dem Fall habe ich hier ziemlich viele Fotos eben von diesem 230-Volt-Bereich. Und die Bereiche, die wir anfassen werden, sind alle bereits relativ weit unten, was die Gleichspannung angeht. Aber trotzdem, seid euch immer sicher, dass ihr euch da nicht verletzt, bitte. So, Glühlampe ausgepackt, Leuchtmittel ausgepackt, um genau zu sein, Plastikdeckel abgemacht. Tada, was sehen wir? Wir sehen eine weiße Platine. Diese weiße Platine hat viele kleine LEDs drauf. Diese LEDs haben verschiedene Farben. Da haben wir die warmweißen und die kaltweißen. Wir haben hier diese viereckigen, das sind irgendwelche mit 6 Füßen, die gucken wir uns dann nachher an. Was auffällt ist, da steckt irgendetwas von unten 90 Grad in dieser weißen Platine. Die weiße Platine ist, wie wir dann später sehen werden, aus Aluminium gefertigt und nur einseitig bestückt. Das heißt, die scheint sich darum zu kümmern, dass die Wärme verteilt wird. Also dass quasi, wenn die LEDs leuchten, wird es halt warm und dann verteilt sich das. Warum erzähle ich das? Ja, weil das beim Löten wichtig ist. Also wenn ich jetzt hier sage, da soll man das desoldern, also da soll man das ablöten, dann muss man da mit einem relativ dicken Lötkolben dran, damit man das halt auch abbekommt, weil sich die Wärme halt schön verteilt. So, wir nehmen also diese weiße Platine ab, sehen dann unten drunter einen weiteren Aluminiumkörper, der mit einer Paste versehen ist. Diese Paste ist Wärmeleitpaste, wie man das auch von Prozessoren zum Teil kennt. Deren Aufgabe ist es quasi, zwischen der Aluminiumplatine und dem Alukohlkörper unten drunter kleinste Luftlöcher und kleinste Kratzer quasi zu füllen, sodass sich dort keine Luftpolster bilden. Das klingt jetzt so ein bisschen so, hä, warum sollten da keine Luftpolster sein? Na, einfach deswegen, weil Luftpolster sind gute Isolatoren. Ja, also es ist wie beim Hausbau, wo man da wirklich irgendwelche Glasmatten reinhängt oder Steinwollematten. Selbes Prinzip will man halt zwischen diesen beiden Platinen vermeiden. Da soll keine gut isolierende Luftschicht dazwischen sein, sei sie noch so klein. Dafür ist eben diese Wärmeleitpaste und das ist der silberne Schmodder in der Mitte. Weiter links sehen wir noch den restlichen Teil der Glühbirne oder des Leuchtmittels ist es, ja. Wir würden jetzt oben quasi die 230 Volt Wechselspannung anlegen und unten kommen dann diese 90 Grad gesteckten Platinen rein, die dann so aussehen. Ja, das heißt, wir haben oben die Platine abgemacht, die von unten reingesteckten Platinen sind, wie sich zeigt, auch wieder nur 2 Platinen. Diese 2 Platinen sind durch verschiedene
verschiedene Lötpunkte halt miteinander verbunden. In dem Fall sind es 2, 4, 6, 7, deren Funktionalität wir akut noch nicht kennen. Aber im Zweifel löten wir erstmal weiter ab. Wir wollen ja was lernen. Am Schluss bekommen wir quasi die Teile, wie ich sie gerade eben gezeigt habe. Wir haben hier unten, ja, wir haben ganz unten in der Mitte diese Trägerplatine, die 90 Grad drauf war. Wir haben unten rechts die Platine, die quasi in der Glühbirnenfassung jetzt noch drin steckt. Das ist die Platine, die quasi aus dieser Wechselspannung, ja, eine Gleichspannung macht. Das heißt, der Teil unten ist eher der gefährliche, der Teil oben ist so der mit Gleichspannung, wo man jetzt wenig sich dran verletzen kann. Wenn man sich die Teile anschaut, stehen bestimmte Sachen drauf. Also wie ich sagte, unten, was jetzt in der Fassung noch drin ist, das scheint die Stromversorgung zu sein. Wir haben unten in der Mitte jetzt diese Trägerplatine, das ist quasi die so 90 Grad drin steckte und dann nach oben hin verbunden war. Und wir haben da drauf ein Gerät, das nennt sich TYWE2S, weil das steht nämlich auf der Platine drauf. Und das kann man dann mal eingeben und googeln. Was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass so eine einfache Aufgabe wie hier ist der Strom, jetzt mach mal Licht, doch schon mit ziemlich vielen Bauteilen auf ziemlich engen Raum möglichst auch dimensional kompliziert miteinander versteckt ist. Ne? Also diese runde Bauform macht es nicht besonders einfach, da drin Platinen zu haben. Runde Platinen zu fertigen ist auch nicht so einfach. Flexible Platinen kommen nicht in Frage, weil deren Leitungsdurchschnitt so eng ist. Du kommst also mit einer relativ problematischen Weg von dieser Wechselspannung hoch zu den Platinen. Und dann hast du auch noch ein Wärmeleitproblem. Ne? Also wenn jetzt noch Wasser reinkäme, dann wäre es perfekt. Dann hat man alles, was man nicht zusammen haben will in so einem Baukörper. In dem Fall ist es nicht so. In dem Fall haben wir halt wirklich bloß dieses Wärmeproblem, die sich hier in der Glühlampe staut oder in dem Leuchtmittel drin staut. Und ja, also die Komplexität ist relativ hoch. Was natürlich dann auch wieder zeigt, was man damit alles machen kann. So, jetzt hat man diese TYWE2S, das ist so die erste Platine, wo man nicht so genau weiß, was die eigentlich macht. Und dann guckt man mal nach. Die TYW-Reihe ist quasi so eine Art flexibler Mikrocontroller. Ja? Das ist eine Mikrocontroller-Familie, die auf einem Mikrocontroller aufsetzt, der aus dem WLAN-Bereich kommt. Es ist für wenig Power Consumption, wobei das auch nicht so ganz stimmt. Also so eine Glühlampe kann, wenn sie halt einfach nur rumeidelt, also einfach nur, wenn sie aus ist, kann sie bis zu einem Watt durchaus verbrauchen. Ja? Also so eine smarte Lightbulb, wenn sie denn angehen soll, obwohl sie ausgeschalten ist, braucht also im Zweifel auch Strom dafür, anschaltbereit zu sein in dem Moment, wo man sie dann per WLAN anfragen soll. Und wenn man per WLAN verfügbar sein möchte, dann braucht man halt eine gewisse Menge an Strom. Und dieser Strom kommt ein bisschen drauf an, der kann sich halt zwischen 80 mA auf 5 Volt bewegen, bis hoch zu 300 mA auf 5 Volt, je nachdem, welchen von diesen verschiedenen Chips man darauf verbaut hat. So, was wir sehen, wir haben den TYWE2S. Wo ist er? Da, in der mittleren Reihe links. Dort steht daneben, dass es sich um einen ESP8285 handelt. Das klingt jetzt alles so kompliziert, aber ESPs sind etwas, was in der letzten Zeit in der Hacker-Szene durchaus mehr und mehr bekannt geworden ist. ESPs sind nämlich so kleine Geräte, die sehr Arduino-kompatibel sind. Also man kann die quasi mit den Dingen programmieren, die man schon in der Schule manchmal vorgelegt bekommen hat oder die man auch so auf den Datenspuren vorgelegt bekommen kann. So ein ESP ist ein wirklich mächtiges Teil, gibt es in verschiedenen Bauformen. Wir haben jetzt oben rechts mal einen dieser mächtigeren Vertreter. Das ist ein 240 MHz Dual-Core-PC mit ordentlich RAM und mehreren Ansteuerungsmöglichkeiten. Hat sogar einen Low-Power-Prozessor mit drin, wo man halt quasi den in so eine Art Tiefschlaf versetzen kann. Und dann geht er irgendwann mal wieder an, was halt sehr praktisch ist für so Applikationen, wo man einen Akku hat und quasi alle zwei Stunden mal gucken möchte, ob jemand da ist. Wo man aber auch gucken kann, jeder Minute, ob man quasi angehen soll oder alle 10 Sekunden schauen soll, ob man angehen soll und so solche Sachen. Dafür ist dieses Ding so richtig toll. Die werden in Masse produziert. Die billigsten Exemplare davon kosten so um $1, wenn man so haben möchte. Die mächtigsten davon sind so bei $3 bis $5, wenn man sie direkt beim chinesischen Supplier kauft. Oder bei 7 bis 10 €, wenn man sie in Deutschland kauft. Und damit direkt per USB loslegen möchte. Ja? Also das ist quasi ein ziemlich mächtiges kleines Steinchen, ist ungefähr so groß wie eine Briefmarke, wer das noch kennt. Und
kann damit super loslegen. Es gibt für die ESPs so eine Art Software, die wir uns gleich anschauen werden, die nennt sich Tasmota. Tasmota ist quasi so neben ESP Home eines der großen Frameworks, mit denen man quasi so eine Art Schweizer Taschenmesser hat, um mit verschiedenen Sensoren zu reden und mit dem man halt verschiedene höherlevelige Applikationen bauen kann, die man halt braucht. Tasmota, wer das noch nicht kennt, ist ein wunderbares Projekt, denn die haben sich zur Aufgabe gemacht, eine möglichst, wie ich schon sagte, allgemeingültige Software zu schreiben, die man dann per Konfiguration, also quasi, man nutzt diesen ESP, der hat WLAN, dann wird er sich ins WLAN verbinden, dort kriegt er eine IP-Adresse und wenn man diese IP-Adresse weiß, kann man die in seinem Browser eingeben und bekommt eine Webseite. Ja, das heißt, dieser kleine Stein, den ich euch gezeigt habe, ist in der Lage, eine Webseite zu präsentieren. Das ist hier übrigens unten rechts der Screenshot. Und dort kann man dann quasi konfigurieren, welche Geräte eigentlich da unten angeschlossen sind. Und deswegen will man Tasmota auch haben, weil Tasmota quasi auf jedem Tuya-Device läuft, also auf jedem dieser T-Chips, die wir da gerade aus dieser Lampe befreit haben, die in so vielen Geräten drin sind. Aktuell waren es heute Morgen 2084 Geräte, bei denen es bekannt ist, dass sie diesen Chip verbauen, wo man dann auch vorher quasi schon auf der Tasmota-Webseite schauen kann, ob das Gerät, wofür man sich interessiert, zum Beispiel habe ich mir einen Wasserkocher kaufen wollen, habe ich geschaut, gibt es einen Wasserkocher, der diesen Chip hat? Ja. Und jetzt kann man quasi auf diesen Wasserkocher per WLAN eine Webseite aufrufen und dort sehen, ob er angeschaltet ist, ausgeschaltet ist, welche Temperatur er hat. Und man kann ihn dann auch mit weiteren Funktionalitäten in Hausautomatisierungssysteme beliebig einbinden. Wie gesagt, Tasmota ist nur ein System davon, aber ein sehr mächtiges und sehr einfaches und altes Projekt. Was kann man dazu sagen? Ja, es geht vom Gameboy zur Glühlampe bis zur Steckdose unten links. Das war eines der ersten Geräte, diese Sonoff-Geräte, die man quasi einfach zwischen Kabelende und Gerät gesteckt hat und dann konnte der das an- und ausschalten per WLAN. Und wenn man das nicht mit der Cloud haben wollte, sondern quasi auf seiner eigenen Infrastruktur fahren wollte, dann hat man sich mit Tasmota beschäftigt und das Projekt wurde dann immer größer. Gut, wir haben jetzt also die Lampe auseinandergebaut, wir haben uns diese Chips angeschaut und jetzt wollen wir da auf diesen Chip Tasmota bringen. Wie geht das eigentlich? Ja, man liest sich ein Handbuch durch und schaut, ja, damit dieser ESP oder dieses ESP-Derivat, was wir da haben, programmiert werden kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Erste Bedingung, das Ding braucht halt eine Spannung und einen Strom, es muss halt irgendwie angehen können. Und eine zweite Bedingung, oder da unten ist die Reihe von Bedingungen, aber die zweite Bedingung, die für uns wichtig ist, einer dieser Eingänge dieses Chips muss während des Startes einen gewissen Wert haben, nämlich Low. Das heißt, er muss auf quasi Minus sein und nicht auf Plus. Weil nur dann weiß der Chip, oh Achtung, ich soll mich jetzt quasi umprogrammieren lassen können. Wenn das nämlich also quasi jedes Mal in der Lage wäre, sich umprogrammieren zu lassen, dann wäre das ja auch wieder ein Sicherheitsrisiko, ja? So, wo ist jetzt GPIO 0? Ich habe mal unten links quasi den offenen zugänglichen Schaltplan dieser kleinen Platine da mit drauf gemacht. Ja, also zum Glück ist die Platine, wie wir sie gekauft haben, sogar komplett durchnummeriert. Ne? IO 5, IO 0, IO 4 sind halt genau diese, also General Purpose Input Output Pins. Das sind quasi Ausgänge aus diesem Käferchen von Chip, bei dem man sagen kann, welche Funktionalität sie haben soll. Ne? General Purpose heißt, das kann sein, dass das I²C, SPI, I²S oder irgendwas reden soll. In unserem Fall ist das halt genau der eine Pin, der beim Starten gelesen wird und wenn der auf Low ist, dann kann man die ganze Sache programmieren. Wenn der aber auf High oder undefiniert ist, also ein bisschen schwankt, dann funktioniert das nicht. So, wie ich es in dem Schaltplan gezeigt habe, ist es auch schönerweise auf der Platine nummeriert. Das heißt, man lötet jetzt dort diese Drähte an und kann dann mittels einer Software das Ganze schön programmieren. Eine Problematik dabei ist, die ich jetzt hier ein bisschen verschwiegen habe, man muss das Ding erstmal ablöten. Also diese blaue Platine links sitzt halt auf der Trägerplatine unten in der Mitte. Damit man das abbekommt, kann man nur hoffen, dass diese Trägerplatine nur einseitig bestückt ist. Das heißt, die muss halt von unten heiß gemacht werden und oder halt von oben bepustet werden, dann kriegt man die ab. Bauteile können das bis zu einem gewissen Temperaturgrad durchaus ab. Aber warum müssen wir das eigentlich ablöten? Naja, weil wir gesehen haben,
ist der GPIO 0 auf der Rückseite. Und in dem Moment, wo das auf dieser Rückseite halt zugänglich sein soll, müsste das ja auch auf der Trägerplatine irgendwo hinkommen. Diese Trägerplatine unten links sieht so aus, als könnte das passen, aber die chinesischen Hersteller haben dort IO 0 quasi einfach drüber lackiert. Das heißt, wenn du an diesen Programmierpin ran möchtest, wird dieser nicht irgendwohin rausgeführt, sodass man da bequem rankäme, sondern man muss wirklich jedes einzelne Teil dieser Platine auseinandernehmen, um dann einzelne Sachen ranzulöten und damit umzugehen. Wer jetzt aufgepasst hat, könnte natürlich auch sagen, na hey, so eine IO 0, der von unten kommt, ja, der könnte ja auch oben zur Verfügung stehen. Ja, muss er auch. Ja, das heißt, dieses, was auf der Platine unten ist, wird ja irgendwie nach oben geführt. Aber da dieses Ding so ein Metallschild oben drauf hat, müsste man entweder dieses Metallschild durchbohren, was schlecht ist, weil das halt schon einen Sinn hat, dass das da ist. Oder man müsste das Metallschild ablöten und das ist im Wesentlichen noch komplizierter, als die ganze Platine abzunehmen. Weil das auch wieder ein Masse-Ding ist, was halt sehr gut die Wärme ableitet und da muss man alles so heiß erhitzen, dass man im Zweifel erstmal die ganze Platine abnimmt und erst dann dieses Schild abbekommt. Okay, also wir haben jetzt alles auseinandergebaut, wir haben jetzt identifiziert, welche Drähte wir wo anschließen müssten, um das Ding zu flashen. Jetzt wird es endlich einfach. Es gibt nämlich ein Programm, das gibt es für verschiedene Betriebssysteme, nennt sich Tasmotizer. Man kann das auch direkt quasi von der Arduino.de machen oder vom Platform.io, also man kann das mit dem Editor seiner Wahl machen. Aber einfacher als Tasmotizer kriegt man es nicht hin. Das heißt, wir schließen das Gerät mit diesem roten Board am PC an, mit den Drähten, wie wir es gerade gezeigt haben, starten Tasmotizer, drücken auf Flash und es leuchtet blau. Also ist die Frage, warum leuchtet die Platine blau? Also warum, wenn wir alles wieder zusammenbauen, warum leuchtet es blau? Ich weiß nicht, wer das Zitat hier kennt aus Rambo 3. Es ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Das ist so ein bisschen der Aufmacher für den Talk. Wir wissen eigentlich nicht so genau, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Außer wir schauen mal, was passiert, wenn wir die Glühlampe einschalten. Sie leuchtet nämlich nicht nur blau, sondern sie spannt auch ein WLAN auf. Ja? Das heißt, diese kleine Leuchtmittel, was wir da gekauft haben und was wir auseinander und wieder zusammengebaut haben, ist jetzt in der Lage, quasi selber WLAN-Access Point zu sein. Das heißt, es macht sowas wie IP-Adressvergabe, DHCP. Es macht sowas wie eine Webseite bereitstellen. Und dort kann man dann nämlich auch sagen, wenn ich auf diese 192.168.4.1 bin, wie dieses ganze System dann konfiguriert ist. Jetzt ist das Problem, wir haben keine Ahnung, wie diese Platine konfiguriert ist, denn wir haben sie uns bisher noch nicht angeschaut. Was wir das letzte Mal gesehen haben, ist, dass es eine Reihe von Warmweißen, deswegen das W, und das Kaltweiße auch gibt, was wahrscheinlich für Yellow steht, weiß ich nicht genau. Und es gibt diese weißen Klötze rundherum. Die weißen Klötze gibt es auch auf anderen Platinen, zum Beispiel diese hier, das ist eine von diesen 12-Volt-Beispielen, die ich gemeint habe. Hier sind insgesamt ein bisschen weniger Platinen drauf, aber letztendlich sind es dieselben Komponenten, nämlich wieder dieses TYW2S und rundherum die kaltweißen und warmweißen, sowie diese viereckigen 5x5 mm förmigen Gebilde, die wir uns noch nicht weiter angeschaut haben. Diese Gebilde sind, der allgemeine Nerd oder die allgemeine Nerdin wird es wissen, sind auch wiederum LEDs. Und zwar muss man quasi, wir haben jetzt dieses Tasmota gestartet, wir haben da jetzt eine Webseite, wir müssen jetzt aber Tasmota noch irgendwie sagen, was es denn eigentlich tun soll. Wenn es einen Wasserkocher steuern kann, einen Temperaturfühler steuern kann, eine Steckdose steuern kann und auch Glühlampen steuern können soll, dann muss man ihm jetzt quasi irgendwie mitteilen, an welchem Ende, an welchem Draht, welche Funktionalität zu erwarten ist. Ja? Also wo ich jetzt quasi an- und ausschalten soll, damit das grün wird, oder damit ich an- und ausschalten kann, damit das blau wird und so weiter. Hierfür müssen wir halt erstmal schauen auf der Platine, welche Art von LEDs wir haben. Ja, die warmweißen und kaltweißen, das ist relativ langweilig, weil die haben ein Plus und ein Minus, da passiert nicht viel, da geht es halt durch und fertig. Bei den bunten LEDs wird es aber spannend. Wir sehen also oben links mal so einen Schaltplan. Für jede dieser drei Farben, aus denen sich dann alle anderen Farben mischen lassen, gibt es quasi eine LED und die ist verbaut. Wir sehen das also unten links, so wie die dann später auf diesem kleinen Körper leuchten. Ja, das heißt, da wird wirklich einfach an entsprechend vier Eingängen und einem Ausgang
In der Regel wird dann quasi was angelegt. Das heißt, wenn ich eine rote Lampe haben möchte, muss ich halt bei roten eine High anlegen, also eine hohe Spannung, also eine Spannung anlegen. Bei grün, dann ist es halt grün und bei blau dann halt blau. Und wenn ich weiß haben will, mache ich sie alle an. Wenn ich es dunkel haben will, lasse ich alles aus. Solche Glühlampen gibt's, solche LEDs gibt's. Und die sehen dann unter dem Mikroskop so aus wie in der Mitte, ne, dass wir halt da drei Beine haben, die den Eingang simulieren oder den Eingang darstellen. Und drei Beine haben, die in der Regel dann die Masse sind, ne? Dass man dann quasi abhängig der Farbe unterschiedliche Widerstände anstecken kann, so dass die LEDs länger leben. Normalerweise müsste man die eigentlich Stromstärken regeln, egal, machen die wenigsten. Was es aber auch gibt, was man wissen muss, ist, oder was man wissen sollte, wenn man sich mit LED-Glühbirnen beschäftigt, ist, es gibt LEDs, die haben eigene Mikrocontroller drin, ja. Das heißt, nicht nur meine Lampe hat einen Mikrocontroller, der dann LEDs steuert. Nein, in meiner Lampe könnte ja sein, ich habe einen Mikrocontroller, der einem anderen Mikrocontroller in einer LED sagt, hey, sei jetzt mal rot. Und genau diesem Typs oben rechts ist diese LED, der ist SMD-LED, also die aufgesetzte 5x5mm LED. Was wir dort sehen, ist ein kleiner schwarzer Kasten. Ja, und dieser kleine schwarze Kasten ist mit ganz kleinen Goldkäferbeinen besät, wo dann quasi abhängig davon, welche Funktionalität von ihm erwartet wird, er dann LEDs an- und ausschaltet. In dem Fall ist es so, dass ich dort neben Plus und Minus noch zwei weitere Leitungen habe. Die nennen sich D-Out und D-In. D steht in dem Fall für Data. Das heißt, ich gebe dann ein definiertes Signal rein. Das ist 0 oder 1 und zwar in einer gewissen Taktzahl. Die ist 800 Kilohertz. Und das ist quasi so das Grundprinzip eines jeden blinkenden LED-Dings, das ihr hier in der Umgebung seht, dass dort quasi für jede LED drei Werte reingegeben werden und der dann weiß, der erste Wert ist für rot, der zweite Wert ist für grün, der nächste Wert ist für blau. Und dieser Chip macht dann nichts anderes als quasi sich drei Werte zu nehmen und alle anderen weiterzugeben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf den ersten Blick mal unterscheiden müsste, diese beiden Systeme, dann würde mir auffallen, dass sich dort nur vier Beine befinden auf dem oben rechts und in der Mitte aber nun sechs Beine, weil ich ja sechs Beine anders handhaben muss als vier. Das wäre zu einfach, wenn es so wirklich wäre, weil wir haben auf dieser Platine zwar, wenn wir jetzt uns diese weißen Kästen angucken, die 5x5mm, also die relativ großen, dann sehen wir, dass die sechs Beine haben. Müssten uns jetzt also relativ sicher sein, dass das sich wahrscheinlich um diese mittleren handelt. Es gibt aber auch RGB-LEDs, die auf diese Art und Weise funktionieren mit sechs Beinen. Deswegen sollte man nochmal sicherheitshalber schauen, ob diese LEDs, die verbaut sind, so einen kleinen schwarzen Kasten mit drin haben. Also ob das quasi einfach nur eine nette Bauform für drei LEDs ist oder ob es quasi sich um eine echt schlaue LED handelt, also schlaue LED im Sinne von, dass die halt in der Lage ist, Datenverarbeitung zu machen und Daten danach auch weiterzugeben an andere LEDs. So, haben wir jetzt hier einen schwarzen Kasten oder nicht? Ich mach's kurz, wir haben keinen schwarzen Kasten. Was wir hier sehen, ist ein relativ dunkler mittlerer Punkt. Das ist aber einfach der Art und Weise, wie LEDs gefertigt werden, zu verdanken. Wir haben relativ große Massepads, also relativ gute Wärmeableitung innerhalb der LED. Ansonsten ist da quasi innerhalb der LEDs keine weitere Logik vorhanden. Das heißt, was wir jetzt machen müssten, um eine LED rot leuchten zu lassen, wäre den richtigen Eingang quasi hochzunehmen. So, und dann leuchtet die rot. Wenn ich das blau leuchten möchte, natürlich dasselbe mit blau. Wenn ich jetzt aber Mischfarben haben möchte und diese Mischfarben vielleicht verschiedene Intensitäten der einzelnen Kanäle haben, ne, dann muss ich anfangen, ganz schnell LEDs an- und auszuschalten. Und das Ganze nennt sich dann PWM. Auf der Platine hatte ich ja schon gezeigt, ist das gar kein Problem, da ist die Nummerierung klar, da wissen wir ja quasi, welche Leitung wohin führt. Wenn wir dann den Leitungen quasi auf der weißen Platine folgen, wo sie hingehen, das kann man im Zweifel mit einem Multimeter tun, kann man das nachmessen und dann entsprechend sehen, welcher Pin wohin geht. Hier ist die Konfiguration meiner oben links Küchenlampe. Wir sehen also, dass der Pin mit der Nummer 4, Pin Nummer 5, Pin Nummer 12, 13 und 14, das sind so die spannenden Pins, bei denen wir quasi an- und ausschalten müssen, wenn wir verschiedene Farben haben wollen. Das können wir dann quasi innerhalb dieser Webseite, die wir durch die neue Software bekommen haben, können wir das einstellen. Und aufgrund der Kombination, dass es sich quasi um 5 PWMs handelt, erkennt das Motor dann automatisch, dass wir wahrscheinlich,
wenn das so rum angeordnet ist, eine RGB-LED haben und kriegt das dann quasi hin, dass wir dort Schieberegler bekommen, die wir dann direkt auf der Webseite an- und ausmachen können, die wir aber auch durchaus in einer Handy-App, das Mota Remota zum Beispiel, können wir da benutzen, können wir das ein- und ausschalten und könnten dann direkt die Glühlampe oder das Leuchtmittel bedienen. So, jetzt haben wir also eine Lampe gekauft, die jetzt nicht mehr mit einer chinesischen Cloud funktioniert, die in der Lage ist, LEDs relativ schnell an- und auszuschalten, nämlich warmweiße, kaltweiße, R, G und B, also quasi genau diese 5 Kanäle braucht, damit das funktioniert. Wir haben eine Webseite, wo wir sagen können, welche Farbe. Klingt ja erstmal toll. Klingt auch so ein bisschen wie eine schlaue LED vielleicht, ein schlaues Leuchtmittel. Ist es aber eigentlich nicht so richtig, weil wenn die Lampe aus ist, hat sie kein WLAN. Ja, das heißt, in unserem Fall schalte ich die Lampe aus, ist sie aus. Was schon mal ein Vorteil ist, weil so kann sie zum Beispiel nicht sagen, kann sie nicht mal im Internetverkehr mit abhören, wenn sie aus ist. Was ja durchaus eine chinesische Lampe könnte, wenn sie nur vorgibt, aus zu sein zum Beispiel. Wenn sie kein WLAN hat, hat sie aber auch kein MQTT. MQTT ist so eine Art Hausautomatisierungsprotokoll, wo man dann quasi einen Server in der Mitte hat, in dem man dann solche Sachen machen kann wie, ey, früh um 6, wenn ich aufstehen möchte, soll diese Lampe angehen. Ja, also wenn ich quasi in der Lage bin, einen MQTT-Server zu betreiben oder einen habe und ich möchte früh morgens um 6 geweckt werden, dann funktioniert das nicht so gut, wenn die Lampe aus ist. Ja, also wenn die Lampe keinen Strom hat, keinen WLAN hat, ist die auch nicht fähig, quasi durch schlaue Intelligenz angesprochen zu werden. Kann man Abhilfe sich mit schaffen, zum Beispiel mit automatisierten Schaltern, und das ist alles möglich, aber quasi damit man weiß, worauf man sich einlässt. Es sind Geräte, die sich aufwecken lassen, obwohl sie nicht leuchten, sind in der Regel dann halt an und brauchen in der Zeit dann auch halt Strom. Die Lampe, die wir jetzt gebaut haben, braucht das nicht. Wenn man sich jetzt denkt, ach, das mit diesem Löten und das Auseinanderbauen und dann muss man irgendwelche Pins verfolgen, das ist alles noch ganz schön kompliziert, ist nicht schlimm. Es gibt solche Geräte auch zum Kaufen. Also man muss sich quasi nicht irgendeine chinesische Glühlampe nehmen und die dann halt reverse-engineeren, auseinanderbauen und wieder zusammenlöten, was durchaus anstrengend sein kann und auch die Lampe zerstören kann, wenn man nicht genau das schafft, was man da braucht oder man quasi nur ein, zwei Lampen hat und nicht irgendwie mit 5 üben kann vorher. Wir sehen oben rechts einen automatisierten Schalter der Firma Shelly. Shelly ist ein Projekt oder eine Firma, die, es ist kein Product Placement, ich habe damit nichts zu tun, ich wollte sie nur erwähnen, weil sie nicht in China fertigt, Open Source kompatible Dinge baut und man dann quasi selber noch Open Source Software drauf machen kann, und zwar mit Programmierpins, die einfach rausgeführt werden. Also da kann man einfach was draufstecken und kann die programmieren. In dem Fall oben rechts sehen wir einer der vorhin genannten automatisierten Schalter. Das heißt, ich nehme die in meinen Lichtschalter zum Beispiel rein, packe die in die Unterputzdose, verkabel das alles richtig und kann danach den Schalter ganz normal benutzen und kann aber auch die Glühlampe, obwohl sie quasi keine Smart Bulb sein muss, über ein mir genehmes Protokoll oder mir genehmen Server durchaus an- und ausschalten. Das gibt's auch von anderen Herstellern, wie auch immer dieser jetzt hier heißt. Gibt's ganz viele verschiedene. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es da 2084 Geräte gibt, die unterstützt werden. Es gibt auch Open Source Software, die sich quasi zum Ziel gesetzt hat, ohne dass man Dinge auseinanderlöten muss, quasi Geräte mit Tuya Software zu befreien, sodass man da selbst Tosmota zum Beispiel drauf bekommt. Die ist aber ein bisschen anfällig darauf, dass der Hersteller dann doch irgendwann mal Updates macht, weil die chinesischen Hersteller oder die Hersteller von solchen Lampen, die in der Regel ja sehr günstig zu verkaufen sind, machen im Zweifel nicht unbedingt unendlich viel Geld mit dem Verkauf dieser Lampen und versuchen dann halt teilweise auch Geld wieder reinzubekommen durch eben das Sammeln von Daten. Und dementsprechend verkaufen nicht alle Firmen sehr, sehr freudig quasi ihre Hardware so, dass man dann eigene Software drauf machen kann. Wie gesagt, außer halt zum Beispiel Shelly, die aus Rumänien kommen, in Rumänien fertigen und dort halt auch ausliefern. Es gab auch einen schönen Vortrag auf dem 35C3 Smart Home, Smart Hack. Kann man sich durchaus mal dazu anschauen. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, die auch noch nicht jeder kennt, ist das WLED-Projekt. Hätten wir jetzt also Glühlampen gehabt, die diesen schwarzen kleinen Stein mit drin haben, ne, die also in der Lage sind, quasi ein Data-In-Signal zu bekommen und daraus dann ein Data-Out-Signal zu machen,
dann ist das WLED-Projekt eigentlich ein richtig tolles, weil wer das noch nicht kennt, da kann man mit LED-Streifen wunderschön mit ansteuern, über WLAN ansteuern, kriegt auch wieder eine Webseite, die aber halt optimiert ist für das Anzeigen von WLAN, von LED-Streifen und LED-Streifenmustern, kann man Regenbogen mit Glitzer, kann man sich alles anzeigen lassen. Damit kann man dann Geräte quasi auch schlauer machen, und zwar Open-Source-mäßig schlauer machen, die das eigentlich gar nicht vorgesehen haben. Weiß nicht, wie gut man es jetzt hier erkennt, das ist quasi einfach ein Bad-Unterschrank mit Glaswand. Und wenn man dann einfach zwei, drei LED-Streifen da in diese Glaswände mit reinklebt, kann man danach da drauf Regenbögen laufen lassen, wenn man früh um 6 aufsteht oder wann auch immer. Und das ist alles Open Source und schick und braucht keinerlei weitere Cloud. Dieselbe Hardware läuft übrigens auch auf den Pentatubes, die wir hier in den letzten Jahren immer mal hatten. Und wer da sich dran austoben möchte, kann das gerne tun. Die sind hier im Zentralwerk. Gerne mal mich ansprechen. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, die Hardware, die man kauft, ja, die ist so günstig, dass die quasi nicht dafür ausgelegt ist, ihr alleiniges Wertschöpfungspotenzial daraus zu ziehen, dass sie halt tolle Hardware sind, sondern sie im Zweifel auch dafür da sind, Nutzungsdaten abzugreifen, Informationen darüber abzuhaben, welche WLAN-Pakete sonst noch so rumfliegen, gerade bei Smart Bulbs, die halt im WLAN aktiv sind. Die können auch Pakete mitlesen, die nicht für sie bestimmt sind. Das ist auch quasi daraus hin begründet, dass WLAN im Bussystem ist. Das heißt, quasi jeder kann alle Pakete sehen, aber jeder hört halt nur auf die Pakete, die ihn betreffen. Es gab durchaus auch schon Hardware, wie zum Beispiel meinem Staubsauger, wo durchaus dann Code darauf gefunden worden sind, also mein Staubsauger hat auch WLAN, wo man darauf schließen konnte, dass die letzten x-tausend Pakete quasi aus dem WLAN-Verkehr abgegriffen worden sind, um die dann einem chinesischen Support-Center zu schicken. Im Zweifel, es gab mal Probleme. So ist zumindest die offizielle Begründung dahinter. Und diese Geräte aber sind sehr toll eigentlich. Also wer will denn nicht ein komplexes System haben, das man benutzen kann, um sich damit schöne bunte Lichter in seine Wohnung zu zaubern? Das Problem ist aber, man will darauf die Kontrolle haben. Und diese Souveränität, die kann man sich quasi holen, indem man dort eigene Software drauf macht. Und bei dieser Software dann auch sicherstellt, dass sie regelmäßig geupdatet wird. Das ist nämlich genau das Problem bei diesen Billig-LEDs, die man sich da kauft, dass sie in der Regel nie ein Update erfahren werden. Und im Zweifel gab es dann auch schon große Wellen, die durch das Internet geflogen sind, bei denen quasi genau solche Geräte dazu missbraucht wurden durch einfache Sicherheitslücken, um eine riesengroße Paketwelle aus allen möglichen kleinen Haushalten zu erzeugen, die dann große Dienste quasi vom Netz genommen haben. Also da sind auch durchaus Facebook und GitHub dann nicht davor gefeit, wenn da so eine große Welle auf sie zufliegt, die von IoT-Devices erzeugt werden. Deswegen, das Motor bietet einen Update-Prozess. Der Update-Prozess läuft dann auch über die Webseite, und zwar so, dass man das nicht wieder auseinanderlöten muss und nicht wieder irgendwie kompliziert daran muss, sondern dass es direkt over the air geht. Dafür stand das OTA vorhin. Und wenn ihr solche Geräte dann aufmacht und reinschaut und feststellt, oh, da hat ja noch gar keine Anleitung für gemacht, dann packt die bitte in einem Vortrag zusammen und haltet den gerne auf irgendwelchen kleinen Veranstaltungen, wo sich das durchaus dann anbietet. Das ist nämlich genau das, was ich hier heute gemacht habe. Wenn ihr Fragen habt, dann auf Mastodon bin ich auf einer dieser Chaos Social Instanzen, und per Mail habt ihr dort meine E-Mail-Adresse. Und damit, wenn keine Fragen sind, oder wenn Fragen sind, dann gerne jetzt, ja, oder später. Vielen Dank, Honki. Wir haben jetzt tatsächlich noch einige Zeit für Fragen. Also wenn Fragen sind, bitte einmal die Hand heben, dann kommt das Mikrofon zu euch. Ja, da ist schon eine. Hallo, wenn man mehrere von diesen Geräten im Einsatz hat, gibt es eine Möglichkeit, alle gleichzeitig zu updaten, oder muss man bei jedem die Webseite einzeln aufrufen? Also Massenverarbeitung sozusagen. Ja, also die OTA-Updates kann man durchaus automatisieren. Letztendlich ist das ja durch einen Aufruf einer Webseite. Ne? Das heißt, ich gehe in den Browser, sage einem HTTP, also ein HTML-Formular, sage ich, hier ist meine Datei,
Und hier möchte ich die bitte hochgeladen haben. Und wenn ich quasi eine Liste aller Lampen habe, die ich mir durchaus auch erstellen kann programmatisch, könnte ich auch mir vorstellen, innerhalb mit eines 10-Zeilers, also ein Skript zu haben, was das dann für alle updatet. Die würden natürlich, ja, selbst gleichzeitig wäre möglich. Ich würde es aber nicht empfehlen, weil dann wird es kurz dunkel. Also kann sein, du sitzt dann im Dunkeln mit deinen Smart Bulbs. Dann ist doch die Lampe eine kritische Infrastruktur. Ja, naja, also ist auf jeden Fall möglich. Weitere Fragen? Ja. Ja, hallo, meine ketzerische Frage. Wozu sollte ich eigentlich einen smarten Wasserkocher haben wollen? Wenn du zum Beispiel eine E-Mail haben möchtest, dass er fertig ist, oder dass, wenn du quasi denkst, ach, jetzt ein Kaffee, dann möchtest du quasi auf der Website sagen können, mach doch schon mal das Wasser an, und währenddessen ich mich dann dahin schlürfe, soll der dann halt schon losgekocht haben und fertig sein. Dafür brauche ich einen smarten Wasserkocher. Harry, fahr schon mal das heiße Wasser vor. Ja, ungefähr so. Weitere Fragen? Ich kann zurzeit... Einer ist ja, noch, ansonsten gerne danach. Ja, ich wollte fragen, wenn man so eine Lampe auf Mikrocontroller-Ebene auf ausschaltet, also die verbraucht ja weiterhin Strom, hast du gesagt, in welcher Größenordnung liegt dieser Stromverbrauch im Idle-Mode sozusagen? Naja, also wenn das eine WLAN-Lampe ist, die quasi auf den WLAN-Verkehr akut zuhören soll, und das eine Lampe ist, die demselben Bau folgt, wie wir das uns jetzt gerade eben angeschaut haben, dann sind das ungefähr ja, zwischen 60 und 80 Milliampere bei 5 Volt. Das heißt, was ist das dann, so ein halbes Watt ungefähr? Ungefähr, ne? Das ist relativ wenig, ja. Aber ein Watt pro Jahr kostet 2,50 Euro, und dann kannst du einen Euro quasi für diese Lampe, obwohl sie nicht mal leuchtet, einplanen pro Jahr. Ja, ne? Es ist schon nicht unerheblich, wenn man so bedenkt, dass die Lampe dann wahrscheinlich, wenn sie leuchtet, so 7 bis 10 Watt nimmt, ne? Ja. Ist doch mehr als man denkt. Also diese Intelligenz kostet dann durchaus auch Energie. Ja, das kenn ich von mir selbst. Außer man baut sie halt so, wie wir das gemacht haben, dass wenn sie aus ist, dann auch wirklich aus ist. Das hat fast alle Vorteile, dass sie halt quasi intelligent wird, wenn man sie anschaltet, aber hat halt den Nachteil, wenn sie aus ist, dann ist sie aus. Haben wir noch Fragen? Ich glaube, die Zeit sah eigentlich ganz gut aus. Ja, wir sind bei 42 Minuten, jetzt. Ja, dann würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann machen wir jetzt hier ein kurzes Päuschen zum Umverkabeln, und dann gibt es dann gleich das Closing in wenigen Minuten.